bin auch tatsächlich am Überlegen. Also ich denke mal, wir sind ja relativ schnell durch. Ist das so leise? Und, Und vielleicht können wir Assassin's Creed Valhalla mal starten. Das haben wir ja so noch gar nicht gezockt. Das wäre eine Idee, ne? Ich hätte schon Bock drauf. Und warum nicht? So. Schauen wir mal. So. Was mache Sache? So, hier, das sind entweder, guck mal, ein Scan oder ein Echo vielleicht. Das ist auch ein Scan. Solche Dinge. Die können wir mal beiseite lassen. Guck mal, hier ist auch noch was. Ein Scan. Vielleicht, wenn wir in der Nähe sind, können wir da sowas mitnehmen, ne? Aber Hauptaugenmerk sollte auf diesen Dingen sein. Da ist die Map groß. Schon mal aufgefallen. Ah, hier ist auch das Riesenvieh. Können wir auch mal dahin jumpen, ne? Lass uns mal einen Plan machen. Wo sind wir? Hier sind wir. Dann können wir eigentlich die beiden Teile hier mitnehmen, oder? Und dann springen wir doch einfach dahin. Holen mal eben das Teil. Ja, das machen wir. Ich muss meine Mitte finden. Ja, finde deine Mitte. So. Jetzt nochmal finden. Hier. Ja, bei der Schnellreise wird das nicht angezeigt, ne? Hehe. Aber wir sind ja nicht doof. Wir wissen, wo was war. Ach ja. Der Tempel. Gut. Also da drin. Wieso haben wir das übersehen? Das verstehe ich gar nicht. Da haben wir doch gekämpft da drin. Da. So easy. Ja, das ist ein Trainingshof. Okay. So, dann müssten wir mal da runter. Was ist denn das Grüne hier? Offener Weg. Ah. Da springen wir dahin. Hier. Das war ein ganz schöner Aufwand, das alles hier hinzukriegen und darüber zu jumpen. Aber da brauchen wir jetzt nicht mehr. So, schnell reise. Und zwar dahin. Okay. Verwüstete Ansiedlung. Was war das denn? Gut, Achso. Ist jetzt gerade da unten. Okay, dann müssen wir da hinten rein, ne, ins Grüne. Oder? Nee. Da müssen wir rein. Oh, dann gehen wir mal da hoch, ne? Hier lang? Ne, da lang. Dann das war doch auch so eine Kammer. Ja, er ist auch wieder da. Moin.
Ich habe euch. Hey, hey, hey. Zurückbleiben. Da ist nämlich hier oben, war auch noch eine Disk. Genau. Ja, das haben wir schon weggemacht, das Ding. Oh, wie war das denn? Wie war das denn? Wo war denn die Kugel, die wir da reinsetzen müssen? War die hier irgendwo runtergefallen? Nee. Und dann können wir hier nämlich dann das Ding umstellen. Und Feuer machen. Also, ne? Eine Zündspur legen. Wie sagt man? Ihr wisst, was ich meine. So. Kurz mal gucken. Ne, da geht's nicht weiter. Da muss die Kugel drauf, dass sie da Zeug schießt. Hä? Okay. Wo ist die Kugel? Ist das die von der anderen Seite hier? Können wir ja nehmen, ne? Das Rätsel da oben haben wir ja gelöst und können über Abkürzungen da hin. Dann packen wir die mal da rein. Können wir auf die andere Seite. Können wir eigentlich schon mal hochgehen. So. Her. Da rein. So, jetzt müssen wir mal überlegen. Okay, das geht dann hier rüber. Sprich, wir müssen von da eine Spur legen und dann schnell das Teil drehen. Ne, das war das. So. Testen. Ne, weiter. Jetzt. Jawohl. Lass uns die Datendisk zu sie bringen. Jo. War das jetzt schon alles hier? Nee. Guck mal, da geht's rein. Ich dachte es eben schon. Aber... Hä? Wie geht das da rein? Wo geht das da rein? Und warum? Tricky, tricky. Offener Weg, sagt er. Kritzelkratzel. Da hinten müssen wir hin. Offener Weg? Bin ich blind? Das ist doch kein offener Weg. Oben lang? Nee. Aha. Hier? So, aber nicht hoch. Das könnte aber sein, ne?
So, das Ding kriege ich aber nicht darüber geworfen, ne? Nein. Das kann ich nicht hochheben. Okay. Pack die mal hier rein. Was hat die denn jetzt gemacht? Ist das nur eine Halterung? Oh, what? Also das ist eins, was ich mir vorstellen kann, dass wir da hochgehen könnte. Irgendwie. Kann man hier vielleicht? Nee, kann man nicht. Hier ist aber auch nichts zum Aufheben, ne? Ne, da geht's nur zurück. Da geht's nur zurück. Aha. Und hier irgendwie rumklettern? Konnte man da nicht auch ums Eck fliegen? Vielleicht müssen wir da von hinten ran. Könnte sein, ne? Aber wir gucken mal. Einfach nur mal gucken. Oh, er dreht sich von alleine. Kein gutes Zeichen. Und gleich sind wir tot. Es sei denn... Nee. Hat nicht gereicht. Was ist denn hier los? Toffel, einen wunderschönen guten Abend. Ich versuche gerade, hier hinten ist was versteckt, aber ich habe keinen blassen Schimmer, wie wir da hinkommen sollen. Hier steht zwar was von offenem Durchgang oder offener Weg, aber so offen ist er gar nicht. Ja, alles viel zu weit. Danke, danke. Hoffe bei dir auch. Da ist doch... Also wenn da schon ein Vogel ist da hinten, ne, dann muss ich doch da... rauskommen. Also müssen wir doch da hoch. Aber da geht's nicht weiter. Toffel, ich brauche deinen gesunden Verstand. Ja, viel Arbeit in frische Luft, ja. Bei dem Wetter bestimmt sehr angenehm. Obwohl, heute geht's. Heute geht's. Es sind zwar auch 28 Grad. Aber nicht schwül. Richtig angenehm. Zeig mir bitte, wie das aussieht mit dem Durchgang. I show you anhand von Beispielen. So, also. Hier war... Ach, guck mal, da ist immer noch ein bisschen von dem Dreck. Also das habe ich, da habe ich schon was weggemacht. Und sagt mir die Karte. Offener Weg. Okay, ich mach das bisschen hier mal auch noch weg. So, warte. Nehmen wir mal die Kugel. Schwing. Schmeißen sie da rein. So. Dann. Legen wir hier eine Lunte.
und machen diesen hier. So, jetzt ist es auch weg. Und trotzdem ist da nichts. Hier. Da ist eindeutig ist da der Durchgang. Aber der will mich da nicht reinlassen. Alternativ habe ich hier ums Eck was gesehen. Das da. Eindeutig eine Griffkante. Aber so kann ich nicht springen. Und an der Wand laufen kann ich auch nicht. Und ich also da hinten ist zwar eine Kiste. Eine große. Aber die kriege ich nicht durch das Fenster hier. Und das, auch wenn es blinkt, hat es nichts zu bedeuten. Vielleicht so. Nein. Das kann doch nicht angehen. Hier soll ich durch. Sagt er ja eindeutig. Neben dem Durchgang rechts sah es doch aus wie ein Loch. Ja, ja, das hier. Meinst du, ne? Aber hier ist ja auch nur Fels. Oder ob ich da hinten raus kann? Soll ich meine Lunte darunter legen? Geht das? Können wir mal probieren. Schneller, schneller, schneller. Oh. Das hat so gar nicht funktioniert. Ja, ich glaube, hier soll man auch nicht durch. Ja, es brennt, aber... Da tut sich nichts. Diese Kiste würde so helfen, aber da geht halt nicht. Ich kriege die hier nicht rüber. Ich kann die nicht anheben. Ich kann sie wegschubsen. Da unten ziehen. Aber ich kann sie nicht hochheben. Oder wenn ich... Wenn ich hier stehe, kann ich sie dann hochheben? Nein. Nee, nee. Es geht da einfach nicht rein. Was übersehe ich hier? Ist das ein Hebel unter dem blauen da oben? Du meinst, das was da raus scheint? Nee, da kann ich die Kugel ablegen, um sie dann auf die andere Seite zu holen. Oder was meinst du? Meinst du das da unten, den Kram? Das ist auch nur, hier, böses Gewächs. Nichts.
Nee, da oben das Loch, wo du davor warst. Aber dann ist das von der Struktur her. Nee, ja. Das ist. Die sehen so aus, die Dinger. Warte, ich zeig's dir nochmal. Guck, das sieht nur so aus. Das klappt dann zu, wenn ich die Kugel da reinmache. Sieht dann so aus. Oh ne. Komm nicht ran. Aha. So. Das hier kann ich da reinpacken. Und das war's. Das war's. Warum ist hier eigentlich noch Zeugs? Komm. Ha, 3 Punkte. Wenn ich vielleicht hier mal so ein bisschen. Welche Höhe? Ah, nein. Ich glaube, das wird nicht passen. Ja, damit das hier abgefackelt wird. Hör auf. Komm, schnell, schnell, schnell. Nee, das soll nicht sein. Das verkohlt nur. Naja, egal. Wie gesagt, wir kümmern uns mal um die Nebenmission und so ein Kram. Das Sammelsorium bleibt halt liegen. Ist nicht so wild. So, ansonsten. Ah, haben wir hier noch was. Was ist das? Ein Gerücht. Okay, dann müssen wir dahin. Meditieren. Halt einen Moment an. So, schnell reise. Dahin. Klebriges Moor. Ach, das Datenpad von der Lady. Das hat sie gesucht gehabt. Soll es denn sein? Da hinten. Da sehe ich eine Kiste. Nein, da waren wir schon. Quasi hier. Ja, aber. Hä? Warte mal. Ich will nicht respektlos klingen. Ist es überhaupt möglich, auf einem Planeten wie diesem ein neues Datenpad zu finden? Naja, neu wäre es nicht, aber ich finde bestimmt eins, das funktioniert. Ach, sehr nett von dir. Leider hat dieses auch einen sentimentalen Wert. Hallo. Hi. Ja, what? Ja, das ist. Ah, Gerücht verfolgen. Ah ja. Okay, wir suchen ein Datenpad in diesem Radius anscheinend. Coruscant klingt fantastisch. So viele Maschinen. Da würde ich zu gern hin. Du hast also wirklich dein ganzes Leben auf Kobo verbracht? Geboren und aufgewachsen. Meine Eltern hatten ein Gehöft in Reach. Wow! Reach? Das muss schön gewesen Halo sein, Reach? Aufzuwachsen. Versteh mich nicht falsch. Früher habe ich da kann man bestimmt geliebt, irgendwie hoch. Aber das viele Neon, es strengt in den Augen so an. Guck mal. Aber erstmal hier gucken. Aber nee.
Da hätten wir bestimmt schon was angezeigt gekriegt. Aber guck mal, hier geht's hoch. Also wenn das Datenpad da liegt, dann frage ich mich nicht, wie das da hingekommen ist. Netter Fund. Bringen wir sie zu See. Nee, ne? Jetzt sonst nichts. Ja, dann. Oh, oh, oh. Nee, das habe ich ja schon fast gedacht. Das ist nämlich eine ganz normale Datendisk, aber das ist nicht das Gerücht. So, hier geht's hier aber auch noch runter, ne? Was gibt's denn hier? Also in dieser Sickergrube versickert man, wie der Name schon sagt. Da scheint auf jeden Fall nichts zu sein. Okay, gucken mal, ob wir da auf die andere Seite kommen, ohne zu sterben. Ach, da waren wir schon, ne? Anscheinend. Sonst hätten wir die Abkürzung hier nicht gehabt. Okay. Geht's dann dahin, was ja wieder falsch ist. Und das? Genau, es war eine Meditationskammer, die wir abgeschlossen haben. Okay. Also hier nicht. Kann ich, wenn ich... Bestimmt, oder? So, und dann einmal zurück. Tadam. Geil, oder? Was ist mit dir? Feuer! Oh. Das brennt ja sogar. War hier nicht auch...